Historische Villa plus innovativer Anbau. So sieht das neue Lennbachhaus aus. Aber noch wird gearbeitet. Bereits installiert das Wirbelwerk. Eine 8 Meter hohe Skulptur aus Stahl und Glas vom isländischen Künstler Ólafur Eliasson. Münchens populärstes Kunstmuseum wurde 4 Jahre lang umgebaut. Museum kommt von Museion, das ist der Tanzplatz der Musen, das heißt, die tanzen da. Und insofern ist ein Museum überhaupt gar keine statische Institution. Neue Architektur, neue Ausstellungsideen. Im Mai können Besucher das Lennbachhaus wieder für sich entdecken. Nur ein paar Schritte entfernt die alte Pinakothek, 1836 eröffnet. Mit Werken europäischer Malerei vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Gesammelt von den Fürsten des bayerischen Herrscherhauses Wittelsbach. Große Maler wie Albrecht Dürer oder Tizian sind hier vertreten. Der alte Tizian, der ist großartig. Seine Dornenkrönung, einer der tollsten Bilder. Rubens ist toll, aber es ist zu viel Fleisch und zu viel Masse und zu viel. Die Rubens-Sammlung der alten Pinakothek gilt als einzigartig. Das große jüngste Gericht, Rubens größtes Ölgemälde, ist über 6 Meter hoch und mehr als 4 Meter breit. Die alte Pinakothek spielt da in der wirklichen Oberliga mit, gehört zu den berühmtesten Galerien der Welt, eben dank der Sammelleidenschaft der früheren Generationen der Wittelsbacher. Einer von ihnen, Bayernkönig Ludwig I., prägte die Kunststadt München entscheidend mit. Er ließ 1830 die Glyptothek am Königsplatz errichten, um seine Skulpturensammlung zu präsentieren. Bildhauerkunst aus vorchristlicher Zeit. Die Glyptothek ist das älteste Museum in München. Das ist schon mal ein Wert an sich. Und sie ist die persönlichste Schöpfung von Ludwig I. Denn der begeisterte sich für die Kunst der Griechen und Römer. Er liebte die Kultur der Antike. Und noch ein Museum geht auf Ludwig I. zurück, die neue Pinakothek. Ihr Sammlungsschwerpunkt ist das 19. Jahrhundert. Mit Landschaftsgemälden, die Karl Rottmann im Auftrag des Königs malte. Und angekauften Bildern wie Italia und Germania von Friedrich Overbeck. Ludwig I. setzte Maßstäbe für die Wertschätzung von Kunst in der Gesellschaft. Der Bau von Museen, der Ausbau von Sammlungen war für ihn ein ganz wichtiges Element seiner Herrschaft, sammelnd, kulturfördernd tätig zu sein und mit diesen Museen natürlich auch einen Beitrag zur Bildung der Menschen zu leisten und Bayern, das Königreich Bayern, zu einem Kulturstaat zu machen. Monarchen als Mäzene hat München mittlerweile nicht mehr. Aber Kunst und Kultur werden heute weiter auf hohem Niveau gepflegt. Seit 2009 bereichert das Museum Brandhorst das Münchner Kunstareal. Andy Warhol ist einer der Künstler, die das Sammler- und Stifter-Ehepaar Brandhorst schon früh für sich entdeckte. Das Museum zeigt zeitgenössische Kunst und es will einen Zugang zu diesen Bildern schaffen. Von daher ist das natürlich ein ganz, ganz toller Punkt, weil man einfach Menschen, die mit Gegenwartskunst nicht so viel zu tun hat, auch einen super Einstieg bieten kann. Jeder kennt Warhol, aber man hat eben auch die Möglichkeit zu vertiefen und dann in andere Sphären mal zu leiten und auf andere Künstler auch hinzuweisen. Einen U-Bahnhof nutzen Studenten der Münchner Akademie der Bildenden Künste für ihre Installationen. Hier fangen sie den Wind auf, der durch die einfahrende Bahn entsteht.
Nebenan sind weitere Arbeiten der jungen Kreativen zu sehen, die sich alle mit einem Thema auseinandergesetzt haben. Also die Idee dahinter war praktisch, dass Restenergien im urbanen Lebensraum, dass man die beobachtet und schaut, wie die künstlerisch nutzbar sind. In der studentischen Galerie sind die Künstler oft anwesend. Ihre Werke sind in der U-Bahn-Station Universität zu sehen. Kunst in Bewegung. In München ist das an vielen Orten zu erleben.